Dem Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen, im Dampf der Klüfte, durch Nebeldüfte, immerzu, immerzu, ohne Rast und Ruh. Lieber durch Leiden möchte ich mich schlagen, als so viel Freuden des Lebens ertragen. Verzweifelt nicht, ihr Jünglinge, wenn eure Mädchen spröde sind. Niemals hat noch die Kälte der mütterlichen Lehren ein weibliches Herze so zu Eise gehärtet, dass es der alles erwärmende Hauch der Liebe nicht hätte zerschmelzen sollen. Dem Liebhaber glaubt ein Mädchen immer mehr als der Mutter. In diesem Augenblick trat sie in die Türe, und da ging für wahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Ein kurzes weißes Röckchen, nicht länger als dass die nettesten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben. Aus heiteren blauen Augen blickte sie sehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte. Die Rede ist von der Pfarrerstochter Friederike Brion. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich. Im Frühjahr 1772 trifft Goethe in der Nähe von Frankfurt eine junge Dame, bei der er keine Vereinnahmung befürchten muss. Sie ist bereits verlobt und sie heißt Charlotte Buff. Goethe kehrt im Juni 1788 nach Weimar zurück. Und wenig später trifft er auf jenes kleine Naturwesen, wie er sie später nennt, auf Christiane Vulpius. Noch am Tage der ersten Begegnung muss es zur ersten Liebesnacht gekommen sein. Die Christiane, der Abschied von der polnischen Pianistin Maria Szymanowska, inspiriert Goethe 16 künstlerisch fruchtbare Jahre vor Goethe. Und Bettina von Arnim, geborene Brentano, betritt die Bühne. Bettina von Arnim war 22 Jahre alt, Goethe 58, als die beiden einander im Jahre 1807 begegnen. Der Name Ulrike von Levitzow muss natürlich noch erwähnt werden. Und dieses romantische 17-jährige Mädchen veranlasst den 74-jährigen Goethe, noch einmal auf Freiersfüßen zu wandeln. Ja, es kommt sogar zu einem ganz offiziellen Heiratsantrag. Dass es ewig bliebe, das Doppelglück der Töne wieder Liebe.